glaube, ich bin schon rum. Ist schon soweit. Ich geh jetzt auch mal gucken. Verloren überall Licht. Ja, ich stehe da vor der Türe. Versuche ich gerade das anzuziehen. Ich habe Jägerhut, Jägerhose, ich habe keine Jägerjacke. Keine Jägerjacke, so eine Kacke. Ja, so eine Kacke, keine Lederjacke, Jägerjacke. Du brauchst so eine Kutte, Junge! Was ist denn da los? Sehe jetzt hier noch von dem Idöne. Nebelig heute, wa? Ja. Phase 1, wiederhole, Phase 1 Erfolg. So, die Karte stand ja, dass, oder beziehungsweise in der Beschreibung stand, dass du, die haben da zwar was Neues eingebaut, du musst da aber Level 30 sein, um daran teilnehmen zu können, ne? Ja, gut, haben wir also noch Zeit, ja. Ja. So, jetzt können wir uns was aussuchen. Wir erhalten Berichte über eine riesige Explosion in Hudson Yards. Könnte ein Unfall gewesen sein. Bitte? Dieser Tunnel ist unsere wichtigste Nachschublinie für Waffen, Nahrung und Medikamente aus der Außenwelt. Aber eine Gruppe Aufständischer mit Sprengstoff versucht, die Quarantäne dort zu durchbrechen. Noch hält ihnen eine Garnison der JTF stand, aber sie werden schwächer. Und wenn die Aufständischen die Schleusen sprengen, um durchzubrechen, wird der Tunnel geflutet, die Nachschublinie geht verloren und jede Menge Leute sterben. Ja? Wir haben die Bestätigung, dass Benitez dort mitten im Getümmel ist. Der Tunnel muss gesichert und Benitez zur Basis gebracht werden. Wir müssen noch zwei erfüllen. Wir haben ja jetzt nur die Ärztin da rausgeholt, ne? Ja, ja, wir müssen ran. Ja? Ja. Ist das einmal U-Bahn, Leichenhalle und einmal Lincoln-Tunnel? Ja, und wenn du da drauf gehst mit dem Zeiger, siehst du auch, ab welcher Stärke das empfohlen wird. Also, ne, was für eine Klasse du haben sollst. Ja, nehmen wir das. Wir bestätigen den Erfolg von Phase 1. Hast du jetzt einen Einsatz gekriegt? Nee, ich bin da nur mit der Maus drauf gegangen, dann fängt er ja immer an zu brabbeln direkt. Oh mein Gott, als ich mich mein herzliches. Das passiert bei dir ja auch, wenn du da drauf gehst. Der erzählt dir dann auch. Ich meine, hör das dann bestimmt auch, wenn du da drauf gehst. So, hab ich den jetzt ausgewählt? Warte. Ja? Ja. Ich kann nichts sehen am Horizont. Die sind Strich oben an der Luft, wo wir lang wir müssen. Sie werden überrannt. Sie töten alles und jeden, ohne Ausnahme. Ja. Dann lauf du vor. Siehst du den nicht? Ich sehe ihn nicht, ne.
Ja, du bist ja der Führer. Du musst das machen. Dann wähl du mal aus. Ich habe den mit Lincoln Tunnel Checkpoint. Den habe ich ausgewählt, den blauen. Den blauen Schild. Sie töten alles und jeden. Der Tunnel ist unsere wichtigste. Siehst du den jetzt? Ich sage, ich habe den vorher schon gesehen. Okay. Ich dachte, sie würden uns helfen. Wahnsinn, ne? Kommen Sie, bleiben Sie cool. Ja, dann nicht. Im letzten Augenblick blinkt der auf. Weißt du, dass er irgendwas haben will? Jetzt wollte ich ihm was geben und dann. Markierte Feindhauptquartiere entdeckt. Oh, direkt vor uns. Nein, was denn? Warum gehst du nicht nach? Sag mal Bescheid, wenn du soweit bist. Scheiße, nein. Willst du mich loswerden? Die sind überall. Ich nehme den linken. Ja, gut. Bleib locker. Jo. Hier ist kein Mensch. Da von hinten. Die kommen jetzt raus. Das haben wir doch schön hingekriegt. Oh, ich bin genau in den Nebel gelaufen. Siehst du das grüne Ding hier auch mal oder nicht? Ja, aber das liegt da vorne. Oh. Hier. Okay. Ich wollte nur gucken, ob wir uns dann. Wie gesagt, ich jetzt wollte mal gucken, ob wir uns gegenseitig die Sachen wegnehmen, aber das ist wohl nicht so. Nee. Jetzt haben wir hier oben. Jetzt kommen wir hier hoch. Obwohl da vorne noch Sachen sind, die kommen wir gleich hoch. Jetzt kann ich nicht mit dir handeln, könnte ich. Ja, stimmt. Das hat Marc auch mal gemacht bei. Achso, ja, warte mal. Ja, warte, ich komme erst wieder hoch. Müssen wir hier lang, ne? Ja, wir müssen da gleich wieder runter, aber ich will hier da Dinge runterschießen. Hast du da den Ton gerade gehört? Nö. Doch, Schalldämpfer hast du, ne? Ja. Welche Dinge willst du mal schießen? Da oben, guck mal, da oben ist so eine Antenne. Hier oben an der Ecke im Haus, genau die. Die steht über, also immer wieder stehen solche Dinger. Und die gibt aber so einen Ton von sich. Hast du die jetzt auch? Ja. Okay. Müssen wir hier wieder runter, hier sind noch Sachen, die wir aufnehmen können. Okay, wenn du das sagst. Hab ich so eben im Augenwinkel gesehen. Ja, wir können dann von mir aus gleich wieder hoch, aber ne? Diese Sachen willst du bestimmt auch haben, oder? Waffenteile. Sagt er. Jo. Ach, da. Beschichtete Weste. Ja, sehr gut. Kann man sich zumindest mal angucken. Skaha. Schicke Schoner habe ich. Gut, wir nehmen uns hier auf jeden Fall nichts weg, ja, das ist schon mal gut. So, jetzt müssen wir unseren Auftrag da weiter verfolgen, ne? Ja? Also ja, kann man auch anlegen, stimmt. Inventar, kann man reinschauen. Schicke Schoner, haben wir gesagt, haben wir, ne? Da.
Achso, es gibt Waffen, die kannst du in Slot 1 packen und Waffen, die kannst du in Slot 2 oder ich. Oder halt. Genau. Oder kann ich jetzt der Waffe sagen, du 1 und das andere auf 2? Ja, du kannst das auch tauschen. Ja, aber wie? Du musst auf. Warte mal, du musst auf Inventar gehen. So, wenn du die Waffe. Wenn du die Waffe anklickst, gehen wir. Ja, einmal anklicken. Mhm. Und dann siehst du deine Waffenauswahl. Dann hast du. Dann kannst du irgendwann kommen die Waffen, die du drin hast. Also dann kommt, steht da auf der linken Ecke steht da eine 1 und ja. Bei der anderen eine 2. Genau, ich will jetzt 1 habe ich ausgewählt, bei 2 möchte ich gerne die andere, aber der tauscht immer nur 1 aus. Ja, normalerweise tauscht er dann direkt, ne? Wenn der tauscht dann aus. Der tauscht dann die 2 auf 1 und die 1 auf 2. Nee. Doch, also bei mir ist das so. Wenn ich jetzt da drauf drücke, dann tausche die gegeneinander aus. Müsste bei dir genauso sein. Ich tausche immer nur 1 aus. Ja, aber dann kommt 2 nach 1 und 1 nach 2. Und Doppelklick da drauf. Ja. Nehmen Sie es nicht so schwer. Jetzt habe ich es irgendwie hingekriegt. Ja, das. Okay. Ich glaube, es wird kalt. Ich ziehe mir mal eine Winterjacke an, ne? Schon so weit? Ja, das ist, das schneit doch. Also schon mal was Dickeres anziehen, ja, ey. Aber ich meine, gut, ne? Der Feuerwehrausrüstung wird man mit Sicherheit auch nicht so schnell frieren. So. Jetzt können wir, glaube ich, weiter, ne? Ja. Warte mal eben.